Ja, vor langer, 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 langer Zeit. Das ist schon sehr lang her. Da waren die Gletscher noch viel größer. Das ganze Tal war voller Gletscher und die Gletscher sind weit oben bis ins Tal. Und die Gletschermutter, die Königin von dem Ganzen, die hat Semblana geheißen, vor dieser langen, langen Zeit. Semblana oder Similaun, oder die hat ganz viele verschiedene Namen gehabt. Und die ist oben gesessen auf dem höchsten Gipfel. Ihr Kleid war ganz blau und grün, schillernd und der Schleier war unendlich lang, einen langen, langen weißen Schleier hat sie gehabt. Und diese Semblana hat eine Krone auf dem Kopf gehabt, die war aus einem einzigen blauen Stein geschnitten und man hat sie leuchten gesehen, weit, weit, weit hinein, bis weit hinunter ans Meer, haben manche Leute gesagt, hat man sie leuchten gesehen. So groß war die Semblana, weil das war eine Riesin. Ich bin eine Sagenerzählerin und ich komme eigentlich aus Hall und bin eine Ergobanda. Ergobanda ist ein rätoromanisches Wort und heißt Regenbogen. Und bin eingeladen eben da im Ötztaler Heimatmuseum, kann ich Geschichten erzählen und tue das jeden Dienstag. Jeden Dienstag noch dreimal im August bis zum 3. September bin ich immer da, um 10 am Vormittag und um 3 am Nachmittag. Und das ist eine ziemliche Weltreise, aber es entspannt mich. Ich bin auch ein Klimaflüchtling aus dem Inntal. Da beim Wasserfall, es ist einfach ein wunderschöner Arbeitsplatz, muss ich sagen. Ja. Sagen und Märchen sind ja nicht nur für Kinder, waren ja nie nur für Kinder gedacht, sondern es waren immer Erziehung des Herzens. Und das brauchen wir, glaube ich, so dringend wie schon lange nicht. Und dass die Kinder ein Vertrauen haben und glauben, dass wir uns als Menschen verändern können, dass es möglich ist. Wir werden uns verändern und wir werden das schaffen. Deswegen ist es wichtig, dass wir wieder die alten Mythen, die Naturwesen, die Riesen und die Zwerge und die Elementarwesen, eben die Wasserfrauen. Die Menschen haben damals ja noch keinen Fernseher und nichts gehabt und kein Hollywood. Die haben das in sich selber gehabt. Die haben noch ein eigenes, die Schau, die Natur hat noch mehr gelebt, da waren noch mehr Geister drinnen. Und in jedem Baum, in jeder Pflanze, in jedem Schwammel, in jedem Stein war ein Wesen drinnen, mit dem man in Verbindung gehen hat können. Und da haben sie darauf geachtet, dass es denen allen gut geht. Ich mache das jetzt schon seit fast 30 Jahren und ich werde dem Museum dann auch meinen Sagenschatz und Bücherschatz, weil ich habe 800 Bücher gesammelt von der ganzen Welt. Ob das jetzt in die Aborigines in Australien sind oder Afrikaner oder Indianer oder Ötztaler, die Kraft des Menschen, es gut zu machen, also dass es allen gut geht, den Tieren und den allen Wesen, die ist auf der ganzen Welt gleich. Das Verlangen in allen Sagen und Märchen, verlangen die Alten, die diese als Lehrgeschichten weitererzählen, geht's in Kontakt, macht's es richtig, tut's nichts Böses, diesen anderen Energien, die auch noch da sind.